Ihr wollt wissen, warum ich die Wände hier austausche? Dann bleibt dran. Sag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir haben hier oben eine ziemlich große leere Platte. Und in der Mitte ein Loch. Und ja, wie ich versprochen hatte, habe ich den ganzen Spaß hier mal angeschlossen. Also die arbeiten jetzt, ich habe hier unser Capterium, da hinten haben wir die Quarze, das Zeug. Und jetzt geht's darum, aus dem ganzen Zeug irgendwas zu machen. Und ich habe den ganzen Spaß auch schon mal hier hochgeleitet. Also in der entsprechenden Ebene hier drunter. Und jetzt ist halt die Frage, wie stellen wir Maschinen auf? Und ich muss gucken. Also ich würde jeweils die Ecken freilassen aus Gründen. Das heißt, hier könnte ich eine Maschine hinmachen. Da kann man nochmal drüber nachdenken, ob man die vielleicht andersrum hinstellt oder so. Also die Treppe ein bisschen anpasst. Kriege ich das hin? Ich habe da die Tür. Wenn ich die Tür einfach an die Seite packe, dann könnte ich den Spaß ein bisschen verschieben für die oberen Etagen. Ja, da können wir nochmal drüber nachdenken. Nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall, wo haben wir es, ne? Kommen Konstruktoren hier hin. Konstruktoren hätten wir gerne so gesetzt, dass sie genau so knapp über die Kante gehen. So sind die eigentlich ganz gut. Also, mein Plan für hier oben, damit wir das einmal durch haben. Jetzt wäre halt die Frage, wie ich hingehe. Ob ich, da haben wir es. Fusionatoren, ob ich die jetzt hier quasi reinsetze. Das ist jetzt mal, also so fände ich doof, würde ich eine Menge Platz verschenken. Okay, so nah ran darf ich nicht. Ja, so viel Platz verschenke ich dann auch nicht, ne? Den mache und jetzt als nächstes den Kollegen nehme. Oh, ich müsste nachher wieder draufrechnen. Ja, die würden jetzt hier reingehen. Interessant. Ich kann die Maschine da reinpacken? Nein, kann ich nicht. So, also das wäre hier zumindest so der Idealzustand. Weil wenn ich das anders mache, okay, die eine Maschine kann ich auf jeden Fall wieder hinstellen. Also die andere Möglichkeit. So. Nein, das wird sowieso nicht ausreichen, was ich da habe. Aber egal. Quatsch. Ich wollte doch erst hingehen und sagen, wir packen dort mal so einen Kollegen vor. Wenn wir den genau hier vorsetzen, dann können wir nämlich den hinpacken. Dann müsste der Spaß hier auch. Hat der jetzt eigentlich geklickt? Verdammt. Daran kann man das immer so schön erkennen. Nein. Das heißt, auch der muss einen weiter zurück. Dann hat sich meine Frage eigentlich schon erledigt, weil wenn ich die so stehen hätte, dann kriege ich da natürlich kein Fusionator dazwischen, der dann wieder da reingeht. Jetzt, nee. Dann mache ich das hier oben. Andererseits ist es natürlich etwas einfacher zu rechnen, wenn ich die Dinger wirklich, ne, hinstelle, eine Reihe frei. Dann hinstelle.
Hier wäre noch eine Überlegung, ob man eine Reihe frei lässt. Lasse ich eine Reihe frei oder... Wenn ich eine Reihe frei lasse, kann ich mit Splittern arbeiten und die dann entsprechend hier oben reinleiten. Ich meine, bei der Reihe hier, also bei den Kollegen ganz am Rand, ist das relativ einfach. Dann machen wir es unter Tage sozusagen. Hätten hier frei, könnten den Spaß wirklich auf der Höhe anfangen lassen, hätten immer noch diesen Weg drum, also hier zumindest diese Reihe drumherum und können den Spaß dann da weiterleiten, um mit der Reihe anzufangen. Okay, langsam muss ich mir das markieren. Farbe. Ich brauche Farbe. Nehmen wir, welche Farbe nehmen wir denn? Na komm, hier. Das ist einfach, um mir das anzugucken. Also, wir haben da Apparillo, da Apparillo, da Apparillo und da Apparillo. Das heißt, raus, hier rein, hier raus, hier rein. Rein wird hier ein klein bisschen schwierig. Aber da ich als erstes Eisen wegmache, gar nicht so ein Problem. So, dann hätten wir hier wieder, das muss man ein bisschen zusammenbasteln. Da wäre die Frage, wie ich damit umgehe, im Loch. Dann wirklich nur bis hier vorne gehe. Und dann da hinten weitermachen. Ja, das ist, glaube ich, die bessere Variante als alles andere. Und dann ziehen wir das hier durch. Ich könnte natürlich auch überlegen, die... Also hier in dem Bereich um dieses Loch rum muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Aber auch das kriegen wir hin. Ja, das heißt, erstmal machen wir jetzt die Farbe wieder hier normal. Wir fangen sowieso mit denen an einer Kante an. Das heißt aber auch, ich muss jetzt erstmal Material holen gehen. Und was ich gerne machen möchte ist... Oh, das ist gut, dass ich den noch markiert habe. Einmal die Wände anpassen, weil... Die muss ich ja dann hier... entsprechend durchziehen. Die muss ich dann gleich nochmal wieder anmalen. Das ist aber auch kein Ding. So. Ich habe noch keine Ahnung, wie es auf der anderen Seite dann auskommt. Vielleicht gehe ich auch einmal bis zur Mitte, so weit wie ich komme. Und dann ziehe ich das von der anderen Seite und dann gucken wir, wie wir rauskommen. Ach, guck mal, die Farbe behält er sogar. Wahnsinn. Und dort sagen wir einmal weiß. Genau. Einmal hoch. Und dann können wir mal losrennen. Habe ich genug hier, um hier vorne irgendwie einen Container hinzustellen? Jo, habe ich. Aha, Boden ist zu steil, weil auf den Platten kann ich dich nicht abstellen. Okay. Dann kommst du dahin. Weil was ich definitiv noch brauchen werde, ist das Zeug. Das kann ich gleich drüben wegtun. Beton habe ich. Das brauche ich auf jeden Fall auch noch. Kabel muss ich holen. Was kann ich noch hier lassen? Wenn wir sowieso hier sind. Machen wir so. Das kann weggeschmissen werden. So. Dann gucken wir mal, dass wir... Verdammt, falsche Richtung. Dass wir alles... einkaufen können. Oh, was habe ich denn da gemacht? Ich habe mal eine Sprungschanze gebaut. Das war so aber nicht gedacht. Die brauche ich doch gar nicht. Ich kann doch einfach so springen. Es ist schön, wie der einfach fällt und fällt und fällt und dann, ach so, nee, ist alles okay. So, wir brauchen... Davon noch ein paar. Kabel hole ich gleich. Erst mache ich das eine voll, dann hole ich mir das andere. Das ist zumindest die Idee. Ja, okay, damit haben wir auf jeden Fall genug für alles.
So, wir ziehen uns das jetzt relativ voll. Die 37 packen wir weg. Die will ich nicht. Genauso wie die 61. Was ich aber noch möchte, ist jede Menge davon. Davon, davon. Jetzt will ich nur noch Stangen. So. Die möchte ich aber möglichst voll haben, genauso wie die. Dann sortieren wir den ganzen Spaß. Warum habe ich denn hier noch Beton? Weg damit. Da kommt nochmal Stangen hin. So, damit hätten wir das. Und dann schauen wir mal, dass der Spaß hier rauf geht. Na komm, rauf, 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 immer rauf. So. Aber hier könnte ich jetzt schon mal hingehen. Oh, den letzten muss ich da hinten wieder ändern. Weil die Ecken, habe ich gesagt, lasse ich frei. Oh, ich muss den Beton dabei haben. Dann holen wir, machen wir das später. Okay. Dann setzen wir jetzt mal die Kollegen hin. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, bis dahin. Also wenn ich den Spaß jetzt ein bisschen reinziehe, so um, also das wäre jetzt genau die richtige Höhe. Um das zu haben, wenn ich das um 2 reinziehe, verschiebt sich das natürlich alles und ich könnte da hinten ein bisschen freier sein. Das probieren wir auch. Wir versuchen das einfach mal. Dementsprechend würde ich auch hier, also so, jetzt muss ich jetzt hier an der Stelle, komm, um 1, 2, 3, 4 reinziehen. Dann sind es hier schon 6, die ich da reinziehen muss. Also komme ich von da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier hätten wir... Das wären jetzt quasi 8 reinziehen. Das ist ja Quatsch. Dann machen wir hier... kurz überlegen. Wenn ich die so setze, müsste das doch schon passen, oder? In dem Fall muss da ein Splitter dazwischen. Ja, das ist hier genau optimal. Dann komme ich hier vorne exakt so aus. Das ist gut. Weil dann hätte ich das direkt da, um es in die Mitte abzuleiten. Also habe ich hier. Lassen wir den roten Strich hier auf der Seite frei. Okay. Dann geht das einmal hier jetzt Stück für Stück weiter. Dann schauen wir mal, wie viele von den Apparillos wir hier oben hinkriegen. So, dann geht's da weiter. Hier kommt einmal runter. Okay.
wieder zurück. Einen haben wir noch. So, sehr gut. Dann wieder dahin, umdrehen. Und dahin. Da habe ich mir ein Dächlein gebaut. So, der passt natürlich jetzt nicht mehr hier, weil ich nicht dran gedacht habe, dass hier vielleicht noch was kommen könnte. Bin ich echt so doof oder ist das jetzt... Nee. Bis dahin. Und dann geht der Spaß natürlich... hier weiter. Ich könnte natürlich jetzt überlegen, hier die Plattform durchzuziehen. Dann wird das nur mit dem weiter hochleiten vielleicht ein bisschen blöd. Da muss ich dann nochmal gucken. Wie viel sind wir denn jetzt angekommen? So, warum ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 4 mehr sind 16. Stimmt das? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, ja, 16. Also, wir haben 1, 2, 3, 4 Reihen mit 16 und eine mit 12. 4 mal 16 plus 12 sind 76. Wenn ich das auf der anderen Seite genauso mache und hier durchziehe, komme ich dann... Nee, oder? Dann kämen wir bei 160 an und hätten immer noch ein bisschen... Ah, wir haben immer noch ein bisschen Eisen, das nach oben geht. Genau. Und das haben wir auf der Leitung. Da haben wir nochmal Eisen. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich das alles verbrauche. Solange ich hier nochmal was drauflege, um es dann weiter nach oben zu lassen. Also, ne, die Reste quasi. Das ist eine gute Idee. Das machen wir auch so. Dann können wir nämlich tatsächlich hier Beton holen. Dann haben wir nämlich langsam einen Plan. Sortieren. So. Und zwar ziehen wir mit Soup den Spaß hier rüber und den Spaß darüber machen. Das ist essentiell, dieser Schritt. Das Rot. Wer kennt ihn nicht, den guten alten Film Das Rot? Ach, epische Musik und so. Ja, ich weiß, der war schlecht. Ich schäme mich auch ein bisschen. So. Du warst... Du warst zu weit. Na, komm. Danke. So. Wir gehen jetzt erstmal in die Mitte. Dann können wir das da durchziehen. Die mittleren vier mache ich gleich. Ich habe mir wenigstens wieder ein Dach gebaut. Ist auch schön. So. Und nochmal hier hin. Fertig. So. Jetzt gehen wir dorthin. Drehen den Kollegen um. 1, 2, 3, 4. Die... Merger dafür, da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie wir die hier vorkriegen, aber die das machen wir ganz einfach und simpel. Da fällt mir noch was ein.
So viel zum Thema einfach und simpel, ne? So, jetzt gehen wir hier hin und sagen, wir hätten dich gerne dorthin und dann eins, Moment, eins, zwei, so. Dann setzen wir dich dahinter und sagen, eins, zwei, drei, vier. Dann hätten wir dich gerne dort und wir sagen, eins, zwei. Und wir hätten dich gerne dort und du kommst direkt an die Kante. So, jetzt haben wir die schon mal alle gesetzt. Super. Zack. Einmal bis in die Mitte. Einmal hier rüber. Einmal absetzen, genau. Und dann dahin. Uiuiui. Das heißt, die Maschine muss dort in diese Ausrichtung hin. Weiter nach da hinten laufen. Das Schlimme daran ist, das werden hier nur Stangen. Und dann auch noch vier Bänder. Ah, okay, du hast doch Bock. Und hier hin. Und dann drehen wir dich nochmal. Und gehen hier hinten hin. So, dann hätten wir gerne hier... Ups, ich wollte nicht fallen. Hätten wir gerne die richtigen Wände. Und zwar... Da. Okay, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Wir können uns hier schon mal eine Säule hinsetzen. Weil wir brauchen ja auch wieder einen Deckel oben drauf. Säule. Was ist denn, wenn wir hier hingehen? Reichen zwei hoch? Gehen die da rein, aber das stört mich nicht so. Was ich aber auf jeden Fall brauche, ist eine in der Mitte, um eben den Deckel drauf zu setzen. So. Dahin. Und jetzt... Okay, ich müsste das... Okay, das geht nur so oder so. Wie mache ich das am besten? Ich setze ein... So hin. Und dann setze ich von da aus gehend... Das geht nur so und so. Nee, das war schräge her blöd. So, wie kriegen wir das jetzt am besten hin?
welche. Okay, es geht wirklich nur runter und rauf. Aber die Dinger kann man doch schräg setzen, das weiß ich doch. Muss ich mir erst einen hier hinpacken. Und dann von da aus. Oder. Wir probieren ein bisschen rum. Das ging doch schräg irgendwie von hier. Gehst du jetzt nur so? Das muss doch irgendwie möglich sein, dich anders zu drehen. Ja, genau so will ich dich haben. Es wird noch mal frickelig. So, wir hätten gerne dich. Und dann hätten wir gerne da drauf. Dich und dich. Aber du lässt dich nur so. Okay, du willst nur links, rechts. Ist auch vollkommen egal, was ich mache. Du willst links, rechts. Ich richte dich nicht auf die Spitze da. Gut. Das ist dann das, was ich mir als nächstes angucken muss. Bevor das jetzt zu viel Zeit frisst. Nein. So. Ziehen wir mal hier drüber. Die gucken auch nicht oben raus, ne? Nein. Weil das wird dann so wunderbar unsere ganz tolle Bauebene für den ganzen Spaß. Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich nicht die 184 zusammenkriege. Okay. Rein, ne? Nur, was hatte ich gesagt? 160, ne? Das heißt, da fehlen noch nicht mal ganz zwei Reihen. Das ist ja richtig doof. So, einmal dorthin. Hier noch mal eben. Und der. Gut. Hey, 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 hey. So. Moment. Das Spiel saved noch. Okay. Hä? Bitte? Ja. Hä? Okay. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. 7 müssten es sein. So.
Ja, bis hier hinten. Jo, das passt. Dann haben wir nämlich das auch schon mal direkt dran. Hier ist wieder Logistikebene. Das heißt, da werde ich wieder zwei Wände hoch machen. Das machen wir jetzt auch als erstes. Kommst du her? So. Zwei Wände hoch. Ob wir das anschließend heute schaffen, das weiß ich noch nicht. Ja, schauen wir mal. Erstmal würde ich mir quasi gerne die Infrastruktur schaffen. So, dorthin. Und dann darüber. Da machen wir nur 8. Nee, nicht 9, 8. Genau. Und dann kommen da die nächsten. So. Und wir sind dran. Wunderbar. Dann sollte eigentlich... Oh, wäre ich clever gewesen, hätte ich in der Mitte ein Loch gelassen, ne? Wenn hier jetzt nur 9 sind, dann passt. Nee, sind 10. Aber ist nicht so wild. Weil dann weiß ich genau. Customizer. Zack, 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 zack. Und das ziehen wir schon mal so weit, wie ich kann. Genauso wie den. Und da hinten ist noch was. Komm, da ziehen wir jetzt einmal direkt rüber. Dann haben wir das nämlich schon mal. Können wir das nicht mehr vergessen. Und finden auch gleich unsere Mitte, um das Loch wieder aufzumachen. So, das ist die eine Richtung. Jetzt ziehen wir von da aus wieder 10. Bumm. Und sagen... Zack, 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 zack. Und dann geht der Spaß von hier in die Mitte. Und von hier wieder zurück. Wir ziehen das da komplett rüber. Dahin. Das, was wir aus Versehen falsch angepinselt haben, machen wir wieder richtig. So. Und somit haben wir hier unser Loch. Und zwar da, da, da. Und da. Eigentlich, weil die ja über diesem Mittelbereich sind, könnten wir diese vier Ecken hier auch rot pinseln. Die müssen noch weg gleich. Okay, da komme ich so nicht dran. Muss ich von der anderen Seite machen. Das heißt, den weg und den weg. Dann gehen wir einmal hier rüber und sagen, ups, rot und rot. So, das haben wir. Dann geht's hier weiter. 8. Da kommen wieder die 10. Die werden auch oben direkt rot gemacht. Jetzt vergesse ich das wieder. Und dann geht der Spaß darüber. Der Spaß geht von da aus darüber. Wir pinseln die direkt ein. Zack, zack. Und so. Wahrscheinlich wäre es cleverer gewesen, an diesen beiden Seiten von vornherein die anderen Wände zu nehmen. Aber, mein Gott, wir können sie ja Gott sei Dank ersetzen. So, ach, der Mond. So wunderschön.
bei euch auch so herrlich heiß? Wie gesagt, bin ich gleich sehr, sehr froh, wenn ich diese Aufnahme beenden kann. Weil im Moment sind in meinem Büro 33 Grad. Ich kann nur weder den Ventilator richtig anmachen, noch die Klimaanlage. Fenster auf für die Klimaanlage geht halt nicht. Weil, Quatsch. Dann können wir uns gar nicht mehr unterhalten. Und, Moment. Wie heißt es? Wenn ich den Ventilator anmache, dann knackst mein Mikro noch mehr, weil es halt irgendwie mehr Zeug empfängt. Ich weiß immer noch nicht, woher das kommt. Aber im Moment macht es neue Geräusche. Das wird nicht am Mikro liegen. Das ist nämlich eigentlich, also nicht eigentlich, das ist relativ neu. Und muss irgendwie am Kabel liegen, dass da was reinkommt oder ich weiß es nicht. So, passt. Okay. Hört ihr hier auch immer die Tauben gurren? Ich kann das immer noch nicht aussprechen, verdammt. So. Aber damit hätten wir dann gleich hier die nächste Ebene schon mal, ich sag mal, freigeschaltet. Da müssen wir noch einen draufzählen, dann passt das auch wieder von den Zahlen her. Ich wollte nur eben ein paar Waffen bauen. Soll auch nicht so übertrieben werden. Eigentlich mehr so ein kleines Projekt für zwischendurch, bis wir uns dann um Atomstrom kümmern. Merkt ihr auch, oder? Ich sag mal so, hat jetzt nicht so geklappt. Aber hey, dafür ist das Spiel da. Kreativ sein. Ich bin sehr kreativ im Boxen bauen. Manchmal ist die eine Kante länger, manchmal ist die andere Kante länger. Und natürlich ab und zu sind die Kanten auch gleich lang. Und manchmal ist die eine Ebene der Kante anders gemacht als die andere. Ich sag ja, das ist innovativ und kreativ. So, jetzt habe ich mich genug über mich selber lustig gemacht. Wir schreiten als nächstes hier. Dann wollen wir mal schauen, dass wir wenigstens hier an den Ecken überall die Pfosten setzen. Ja, wenn ich keine Schräge hinkriege, dann kann ich die auch ganz außen hinsetzen. Was findet ihr schöner? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ob es besser ist, wenn ich die hier hinsetze oder wie ich es da hinten gemacht habe, hier hinsetze. Oder ob ich sie lieber in die Mitte setzen soll. Das wäre natürlich auch eine Option. Oder vielleicht hier. So, eigentlich kriegt man die. Okay. Das ist möglich, ne? Also wir können natürlich auch sowas machen. Die Apparillos dann. Okay. Ich glaube, ich habe für hier oben was gefunden, was mir persönlich gefällt. Das heißt, die da hinten werden wir umsetzen. Schreibt trotzdem mal in die Kommentare, wie ihr es sehen würdet. Lieber hier ganz außen oder
lieber diese mittige. Das könnte man nämlich... Das kriegt man doch auch noch hin, oder? Moment, das probieren wir... Das probieren wir auf der Seite. Achso. Dann haben wir verschiedene Formen, verschiedene Darreichungsformen. Klingt ein bisschen hochtrabend. So. Und wenn ich das dann hier zwischen... der wird schwierig. Da muss ich irgendwo diesen einen Fleck finden. Auch Pixel genannt. Oder kriege ich es besser hin, wenn ich es von oben mache? Wenn ich jetzt hier genau... Pass auf. Da will ich ihn hinhaben. Da will ich ihn hinhaben. Und klippt natürlich da wie blöd mit den Maschinen, die da reinhauen. Sieht vielleicht ein bisschen dämlich aus, aber... Da müsste man den aber da dran setzen und damit ich... tut mir leid, die Option ist raus. Das gefällt mir gar nicht. Also, Mitte lassen wir. Es geht nur daran... Dann schließt das andere ja gar nicht aus. Also. Habe ich das sowieso dazu gemacht. So. Der müsste theoretisch, damit es wirklich mit den Abständen überall passt. Das muss ich noch ändern. Genau, da war was. Wand. Müsste der natürlich eigentlich einen halben raus, weil die stehen ja jetzt genau auf der Mitte. Aber so machen wir. Ich glaube, wir machen das. Ja. Das gefällt mir. Ziehen wir hier schön durch. An der Seite vielleicht auch. Dann schwebt das nicht ganz so. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Genau. So. Dann haben wir aber auch schon mal einen Plan fürs nächste Mal. Ich werde bis dahin hier oben die Ebene auch mit Maschinen versehen. Und beim nächsten Mal, ja, ich versuche die Episode ein bisschen kürzer zu kriegen. Außerdem ist mir sehr, sehr warm. Ja, dann haben wir auf jeden Fall einen Plan fürs nächste Mal. Dann machen wir nämlich, schließen wir die Bänder an, dass die Dinger... laufen können. Ich werde die auch schon mal alle mit Rezept bestücken. Also hier unten die 160, das ist nennen wir es mal ein No-Brainer. Da muss einfach drauf. So. Da kommen die ganzen Stangen dran. Dann in der nächsten Etage kommen halt Stangen und ich muss irgendwie gucken, wie ich aus dem Zeug dann wieder die Stachel mache. Weil das ist das, was ich dann eigentlich nach unten fördern will. Irgendwie hier in der Mitte runter. Und damit habe ich auch herausgefunden, wie ich das perfekt gut hinkriege. Weil, da ziehe ich einfach... Oh, das ist gut. Die gehen hier in der Mitte, genau auf diesem Viererquadrat da unten, gehen die runter. Vielleicht muss ich da unten die Kohle nochmal ein bisschen verschieben. Und das Eisen da. Aber das kriege ich hin. Dann wird das ein bisschen hier drumherum geleitet. Auf jeden Fall, dass diese Mitte, genauso wie das Katerium vielleicht, dass die Mitte möglichst frei bleibt. Weil wenn die Mitte frei ist, dann kann ich die benutzen, um da Sachen runterzubringen. Ja, das wird so gemacht. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Käffchen.